Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 49, Rückblicke und Ausblicke auf der Hausstrecke. Hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe. Hier ist wie immer der Chris und ich bin mal wieder auf meiner Hausstrecke unterwegs und wollte mich jetzt einfach mal wieder bei euch melden. Es ist ja jetzt schon seit Anfang September ziemlich ruhig und das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht unterwegs war. Ganz im Gegenteil, aber irgendwie hat sich jetzt noch keine Aufnahmegelegenheit ergeben. Darum bin ich heute mal raus. Es ist Samstag, der 14. November 2015, 11:30 Uhr, also gleich Mittag. Und ja, super schönes Wetter. Ich habe jetzt nicht geschaut beim Weggehen, aber ich schätze mal so 12 Grad, 13 Grad, irgend sowas wird es sein. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, ein bisschen Wind, hört man vielleicht auch von Zeit zu Zeit im Mikrofon. Es ist ja Spätherbst, das Laub liegt da unten. Man geht natürlich auch jetzt überall auf allen Wegen irgendwie durchs Laub, auch auf den Vorstraßen, so wie jetzt gerade. Es ist einfach herrlich, ja. Nicht viel los, weil die meisten Leute halt um die Jahreszeit sich lieber drinnen verkriechen. Bei mir ist gerade das Gegenteil. Und ja, ich habe halt einfach wieder raus müssen. Es war jetzt wieder sehr anstrengend die letzten Wochen in der Arbeit. Viel zu tun und viel zu organisieren. Obwohl es mittlerweile wieder ganz gut läuft. Wir haben das ganz gut wieder in den Griff bekommen. Ein paar Themen haben wir noch, aber das kriegen wir auch noch. Aber ist halt so jetzt, ja, unter der Woche bin ich jetzt nicht wirklich rausgekommen und ja, ich habe halt einfach raus müssen wieder in die Natur, in die Freiheit. Und wollte mich außerdem einmal wieder bei euch melden, also in aller Ruhe. Ein bisschen erzählen, was sich in der letzten Zeit so getan hat und auch noch erzählen, was so ansteht in der nächsten Zeit. Wir haben ja jetzt seit dem Trainingslager im September nochmal zwei Wanderungen mit den Schlittenhunden gehabt. Eine im Oktober und eine im November. Waren zwei sehr schöne Runden, die letzte jetzt am letzten Wochenende über ja, ungefähr 17 Kilometer. Eine super schöne Runde. Und zwischendurch waren wir, war ich Anfang Oktober noch mit meinem Bruder und seiner Family im Eisenbahnmuseum in Strasshof in Niederösterreich. Sehr empfehlenswert. Das Ganze wird betrieben von einem privaten Verein, von einem gemeinnützigen, die dort ein Gelände von den ÖBB gekauft haben mit einer alten Maschinenhalle, wo also früher die Dampflokomotiven einquartiert waren. Haben auch noch einige von den Dingern, aber auch dieselelektrische und ja, ganz interessant mit Drehscheibe und. Also wirklich sehr sehenswert. Die Leute geben sich wirklich sehr viel Mühe. Ja, und ist insgesamt auf jeden Fall äußerst sehenswert. Ja, das war so in Kurzzusammenfassung, was ich jetzt die letzten Wochen, Monate so an Outdoor-Aktivitäten getan hat. Ich habe
jetzt gerade vor ein paar Tagen noch ein paar neue Ausrüstungsgegenstände, wenn man so will, bestellt. Ein bisschen Bekleidung dabei. Und unter anderem auch einen Spirituskocher. Ein bisschen was davon ist auch schon gekommen. Unter anderem so ein Fließrundschal und auch ein Poloshirt von Woolpower. Das Woolpower-Shirt habe ich heute auch an, den Schal habe ich mit. Das Woolpower-Shirt ist ein Shirt aus einem Stoff mit 400 Gramm pro Quadratmeter. Also schon ein bisschen was Festeres. Super Isolationseigenschaften. Ich habe von Woolpower schon eine Weste mit 600 Gramm pro Quadratmeter. Und mit der war ich ja schon sehr zufrieden. Auch am Trainingslager unter anderem hat mir die sehr gute Dienste geleistet und auch schon bei der einen oder anderen Wanderung. Und ja, ich habe mir dann noch ein T-Shirt, ein Kurzarm-Shirt noch bestellt von Woolpower mit 200 Gramm pro Quadratmeter. Oder eigentlich sind es 160, glaube ich, oder so. Das sollte dann auch nächste Woche noch kommen. Also ja, das wird so meine Funktionsbekleidung. Ich mag das ganz gern, weil das Zeug aus 80% Wolle und 20% Elastan, also Kunstfaser, besteht. Das Ganze wird produziert in Schweden. Ist daher natürlich nicht ganz billig, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also das Zeug kostet ein bisschen was. Und ja, ist aber den Preis wert, also die Qualität ist top. Absolut. Und für mich hat das auch so ein bisschen den Charme, dass ich jetzt nicht irgendwie lauter Zeug nehmen wir es beim Namen, Billiglohnländern verwende. Weil, ja, man könnte es jetzt einen moralischen nennen oder wie auch immer, aber mir geht es auch ein bisschen ums Prinzip, weil ich bin gern bereit für qualitativ hochwertiges Produkt auch ein bisschen mehr zu zahlen, wenn dafür dann entsprechend auch die Arbeiter, die an dem Produktentstehungsprozess beteiligt sind, auch entsprechend fair entlohnt werden. Und davon kann man in Schweden, glaube ich, ganz gut ausgehen. So, der Wind wird jetzt ein bisschen stärker. Ich bin jetzt ein bisschen wieder auf einer freien Fläche heraus. Ich werde jetzt einmal schauen, dass ich ein bisschen weiterkomme aus dem Wind raus. Und werde mich dann entsprechend, wenn ich wieder ein bisschen auf der Windschattenseite bin, dann wieder melden. So, da bin ich wieder. Bin jetzt schon ein Stück weiter. Ist mittlerweile kurz vor 1. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe kurz dazwischen Pause gemacht auf einer Wiese. Da hätte ich mich ganz gern gemeldet bei euch, aber der Wind war einfach auf der Wiese draußen so stark, dass das einfach nicht möglich gewesen wäre. Deswegen, sorry Leute, aber ging nicht. Es kommen jetzt auch ein paar Wolken, die auch ziemlich schnell ziehen, also es kann durchaus sein, dass da noch ein Wetter heute kommt. Mal schauen. Sollte mich aber jetzt nicht mehr treffen. Ich habe mir auf jeden Fall noch meine Windjacke übergezogen und zwischendrin auch die dicke Wollweste, die 600er. Während ich gesessen bin, war das sehr angenehm. Die Weste habe ich jetzt aber wieder ausgezogen, weil so kalt ist es nicht, dass ich die jetzt brauche, wenn ich unterwegs bin, aber wenn man irgendwo sitzt, ist das schon ganz angenehm. Ich habe auch mein Sitzkissen heute mit, das ich mir ausgepackt habe. Super cool.
Man könnte jetzt natürlich sagen, so, ja klar, jetzt geht er in die Natur raus. Was braucht er denn hier da jetzt großartig für ein Sitzkissen noch mitnehmen? Dann sitzt, da will er in die Natur und dann fängt er mit dem Sitzkissen an. Berechtigter Einwand natürlich, aber es ist halt einfach so, der Boden ist einfach durch Morgentau und so weiter ein bisschen feucht und auch kalt vor allen Dingen, weil es ist ja halt doch schon Ende November und die Nächte sind schon ziemlich frisch mittlerweile, auch wenn es tagsüber noch super schön ist und auch relativ warm. Aber in der Nacht wird es kalt, der Boden kühlt aus und das merkt man dann einfach. Und dann ist schon ganz angenehm, wenn man noch ein bisschen Isolierschicht einfach zwischen Boden und Hintern hat, wenn man sich irgendwo niedersetzt. Es ist einfach eine zusätzliche Isolation. Deswegen habe ich das mit. Das ist auch so ein Ultraleichtteil. Wiegt also fast nichts. Ist selbst aufblasend von der Firma Exped. Ging aber natürlich auch von jedem anderen beliebigen Hersteller. Das ist ganz egal. Und ja, ist einfach irrsinnig angenehm. Erstens einmal sitzt man natürlich schön weich. Was aber jetzt nicht so das Problem wäre. Ich würde mich auf einen harten Boden auch setzen. Da hätte ich kein Problem damit. Aber es ist halt einfach eine Isolierschicht zwischen dem doch mittlerweile schon sehr kalten Boden um die Jahreszeit und dem eigenen Körper. Das ist dann schon ganz angenehm. Also von dem her war das ganz gut. Ja, ich habe auch zwischendurch ein paar Fotos gemacht. Ganz cool. Von einem Feuersalamander. Wunderschönes Tier, hat sich super toll fotografieren lassen auf der Forststraße. Hat ganz ruhig gehalten, ist dort gesessen, hat sich praktisch nicht bewegt. Ist doch relativ frisch schon. Und ja, sind glaube ich ein paar schöne Fotos geworden, auch wenn es nur mit dem Handy war, weil die große Kamera ist heute daheim geblieben. Ja, ich habe es schlicht und einfach vergessen. Hat mich jetzt ein bisschen geärgert, weil da hätte ich jetzt, glaube ich, richtig schöne Makroaufnahmen mit dem Tier machen können, weil sich der wirklich überhaupt nicht bewegt hat. Oder so gut wie nicht bewegt hat. Wären, glaube ich, ein paar coole Aufnahmen geworden, aber ich glaube, sind so auch ganz schön geworden, auch wenn es nur mein Handy ist. Aber ich glaube, den Eindruck kriegt man. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ich ihn gesehen habe, weil es ist halt doch mittlerweile so, die Tiere sind schon sehr, sehr rar geworden. Die Feuersalamander gibt es nicht mehr viele bei uns. Obwohl es langsam wieder besser wird anscheinend, weil da dürfte doch schon langsam dieses Biosphärenparkprogramm, was hier im Wienerwald läuft, doch schon zum Tragen kommen und greifen. Das ist natürlich schön, wenn man dann solche Tiere wieder doch ab und zu mal wieder zu Gesicht bekommt. Ist schon schön. Und wir brauchen einfach die Artenvielfalt. Ja. Braucht die Natur und wir vor allen Dingen auch als Menschen brauchen einfach die Artenvielfalt und wir sind ja ziemlich gut darin, genau diese zu reduzieren, die Tiere reihenweise auszurotten eigentlich. Und ja, im Endeffekt entziehen wir uns selber unsere Lebensgrundlage. Aber es wird jetzt ziemlich philosophisch werden, das lassen wir lieber das Thema. Aber ihr könnt mir natürlich gerne eure Kommentare da lassen, wenn ihr wollt, jederzeit gerne. Ja, was war dann sonst noch? Ich habe auf dem Lagerplatz auf der Wiese was ausprobiert, weil ich habe aus so einem Crowdfunding-Projekt so ein Prototypenmodell von einem Kocher, von einem Herd bekommen. Das Projekt an sich war ein Ofen für Entwicklungsländer, damit die dort effizient Holz verbrennen können, das heißt mit möglichst wenig Brennmaterial möglichst viel kochen können und heizen können. Das war die Idee dahinter. Das Projekt habe ich mitfinanziert, wurde auch erfolgreich finanziert über Startnext. Und eines der Dankeschöns, die man da eben kriegen konnte, war eben dieses
Modell von diesem Ofen, quasi von seinem Prototyp, der einfach die Idee dahinter einfach zeigen soll. Den habe ich heute einfach mal eingepackt. Das ist im Prinzip, besteht das Ding einfach aus zwei Konservendosen, die ein bisschen bearbeitet sind, ein paar Löcher reingebohrt und so weiter. Ich glaube, das hätte ganz gut funktioniert, wenn nicht so der Wind gegangen wäre, weil ich glaube, das war das Hauptproblem, dass mir der Wind einfach reingefahren ist und deswegen dann das Feuer nicht wirklich in Gang gekommen ist. Das hat zwar das erste Glutnest, was ich probiert habe, ist ganz gut in Gang gekommen, das habe ich dann auch reintun können, hat ganz gut gebrannt. Aber entweder, ja, ich glaube, ich habe dann einfach das Holz einfach, was ich dann drauf getan habe, war nicht trocken genug offensichtlich. Das hat dann nicht so toll funktioniert. Ja, macht aber nichts. Ich werde den Kocher dann daheim im Garten nochmal probieren, irgendwann. Weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Vielleicht setze ich mich noch raus auf die Terrasse, mal schauen. Weiß ich noch nicht, aber irgendwann werde ich das mal machen und werde mal schauen, ob ich da in einer etwas windgeschützteren Umgebung vielleicht doch noch ein Feuer zusammenkriege. Mal schauen. Ja. Ansonsten im Wald selber mache ich natürlich kein Feuer, klar. Deswegen bin ich auch auf die Wiese raus, dass das offener Platz ist. Und wie gesagt, das Ganze war auch kein offenes Feuer, was ich da gemacht habe, sondern das war, wie gesagt, in zwei Alu-Dosen, also in zwei so Konservenbüchsen drinnen. Und da kann jetzt auch kein Feuer raus, keine Flamme raus, da passiert nichts. Ich habe natürlich auch den Platz vorher von brennbaren Materialien befreit. Das heißt, ich habe das Gras zur Seite getan, habe das Laub weg, dass da nichts passieren kann. Habe dann den Platz auch rundherum entsprechend nass gemacht. Ja, einfach damit da nichts passiert. Ja, das hat auch ganz gut soweit funktioniert. Ich habe dann auch das Holz, was nicht wirklich gescheit angebrannt ist, nochmal abgelöscht mit Wasser, dass da wirklich nichts sein kann. Das ist für mich natürlich immer sehr wichtig, weil ich will ja da keinen Brand auslösen. Ja. Das wäre eher kontraproduktiv. Will man natürlich nicht. Ich will ja unsere Natur genießen und schützen und sie nicht zerstören. Deswegen immer ganz wichtig, entweder Löschsand dann auf die Feuerstelle oder eben entsprechend Wasser drüber. Das ist eigentlich immer ganz wichtig, die Feuerstelle, wenn man sie verlässt, ablöschen. Ja, auch wenn ich jetzt keine offene Feuerstelle gehabt habe, sondern eben Holz und so weiter, dann eben in diesem geschützten Kocher drinnen, in diesem quasi Art Hobo gemacht oder verbrennen wollte. Aber trotzdem immer wichtig, gut ablöschen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da nichts passiert. Ja, Hintergrund, warum ich mir den Kocher überhaupt mitgenommen habe, war einfach mal das Interesse, ob der überhaupt funktionieren kann. Und ja, das Zweite ist, weil ich einfach so am Überlegen und Tüfteln bin, ob man das vielleicht ein bisschen noch umfunktionieren kann, um sich daraus dann einfach einen Selbstbau-Hobo quasi zu machen, der aber halt auch möglichst effizient brennen soll. Ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ich werde ein bisschen tüfteln über die nächsten Wochen. Mal schauen, ob ich da irgendwas Vernünftiges zusammenbringe. Ja, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ich marschiere mal ein Stück weiter. Und melde mich dann vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz. Nochmal mit einem kleinen Ausblick, den ich euch noch geben will. Ihr wisst ja, das hier ist die Folge 49. Was kommt nach der 49? Klar, die 50. Und viele Podcaster und Podcasts feiern ja die 50. Folge immer wieder als großes Jubiläum. Jetzt erst kürzlich bei den Kollegen in Truckercast, schöne Grüße an der Stelle. Und auch nochmal Glückwünsche zur 50. Folge im Truckercast. Verlinke ich euch natürlich
ist natürlich ganz ein anderes Gebiet. Da geht es um die Welt rund um Spedition und Logistik, Berufsfahrer, also Berufskraftfahrer und so weiter. Ganz was anderes, aber halt auch so ein Gebiet, was mich irgendwie interessiert, schon seit Kindheit, früher Jugend, so ein bisschen familienbedingt. Und ihr wisst ja, ich habe ja auch selber LKW-Führerschein und den LKW, den ich hoffentlich irgendwann einmal fertig umbauen kann zu einem Wohnmobil, wenn das irgendwie zeitmäßig mal drinnen ist. Also ihr wisst ja, ich habe da so ein bisschen Faible dafür. Und deswegen höre ich auch den Truckercast eigentlich seit der ersten Folge. Und ja, wir hatten kürzlich erst das Jubiläum. Ich habe es leider nicht geschafft, Grüße direkt zu schicken zur 50. Folge. Aber an dieser Stelle werden die Grüße nachgereicht. Gut, in dem Sinne, wie gesagt, 50. Folge steht jetzt auch bei mir an. Und da bin ich schon am Schauen, was ich da zustande bringe. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es auch, den einen oder anderen Gegenstand doch noch zu bekommen, vielleicht für eine kleine Verlosung oder so. Ich will euch da aber noch nicht so viel zu versprechen, weil ich dafür erst noch mit ein paar Firmen in Kontakt treten muss. Mal schauen, allen voran wird das mal ein Händler in Österreich sein, wo ich einiges kaufe, und einer in Deutschland oder vielleicht sogar noch ein zweiter in Deutschland, mal schauen. Ich muss mal schauen, was ich wirklich kriege. Ich weiß es natürlich noch nicht. Mal schauen, ich muss erst in Kontakt treten mit denen. Ich hoffe, dass da was rumkommt. Und wenn es nur vielleicht der eine oder andere Gutschein ist, schauen wir mal. Würde mich freuen, euch zum Jubiläum was verlosen zu können. Aber versprechen kann ich es natürlich jetzt an der Stelle einfach noch nicht, weil ich noch nichts habe im Moment. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, ich mache jetzt mal Schluss und melde mich dann später nochmal. So, da wäre ich jetzt nochmal zum Abschluss quasi. Ich bin jetzt schon auf den letzten Metern im Wald unterwegs, werde mich jetzt dann schon langsam aus dem Wald herausbewegen, wieder auf die Straßen. Und ich muss sagen, es ist halt echt unglaublich viel mehr los, als ich geglaubt hätte. Das schöne Wetter treibt die Leute doch wohl noch raus. Einiges auch an Mountainbikern heute unterwegs, was für die Zeit, glaube ich, doch ziemlich ungewöhnlich ist. Aber ja, es passt, ne? Es ist trocken, Sonne scheint, es ist relativ warm. Warum nicht? Ist ja okay, es ist ja auch eine Mountainbike-Strecke da, also von dem her ist ja das absolut in Ordnung. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin, wie gesagt, jetzt mit der Tour fast fertig. Die kennt ihr aber eh schon, also da brauche ich jetzt nicht viel großartig dazu was sagen. Worauf ich jetzt nochmal kommen wollte, war die Folge 50. Die jetzt ansteht, da ich bin jetzt noch am Überlegen, ein bisschen ein Konzept machen dafür, was ich euch dort präsentiere. Ich habe schon so eine Idee im Hinterkopf. Wenn das so klappen sollte, wie ich mir das vorstelle oder vornehme, dann wird das auch eine etwas längere Folge werden. Mit, glaube ich, ganz spannenden Inhalten. Es werden ein paar Produkttests vielleicht auch dabei sein. Ja, mal schauen, wie sich das alles rausgeht. Aber auf jeden Fall, lasst euch überraschen, es bleibt spannend. Solltet ihr den Wunsch haben, mir irgendwie Audiokommentare, Glückwünsche, sonst was zukommen zu lassen, wendet euch doch einfach an die E-Mail-Adresse zu dem Podcast iu@reisen-wandern-tauchen.at. Oder einfach auch direkt an mich, an die chris@reisen-wandern-tauchen.at. Kommt beides bei mir an. Ja,
Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn was kommt, entweder schriftlich oder auch gerne als Audiokommentar, spiele ich dann gerne ein. Und jo, würde mir echt Spaß machen, würde mich freuen, wenn da ein bisschen Feedback kommen wird von eurer Seite, wäre schön. Ja, ansonsten muss ich jetzt noch ein bisschen am Konzept feilen und werde ich dann entsprechend in der nächsten Folge hoffentlich ein bisschen überraschen können. Ja, und in dem Sinn würde ich sagen, ich lasse es jetzt mal gut sein für heute. Ich wünsche euch noch alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass rauskommt, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at